Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Stable Online. Ja, ich habe jetzt noch so kleine Mini-Quests am Start und da ich gerade auf mein Island-Pferd die Championade reite, würde ich sagen, bietet es sich doch bestens an, jetzt hier dieses Island-Rennen mal zu machen und deswegen rede ich jetzt hier mit Ginny, Bulldog-Island-Pferd-Fan. Hallo Lara, du bist bestimmt gekommen, um die Rennstrecke von der Höhe-Quest auszuprobieren. Hey, wenn dir die Rennstrecke von der Höhe-Quest gefällt, wirst du das lieben, was ich dir erzähle. Bist du schon der Liebe uns begegnet? Nein? Sie ist Sängerin im Club und ein großer Fan von Islandpferden. Sie liebt das jörvikische Islandpferd. Und als mehr als jede andere Pferderasse. Tatsächlich liebt sie sie so mehr, dass sie beschlossen hat, einen Wettbewerb nur für Islandpferde zu veranstalten. Wenn du also bei einem tollen neuen Wettbewerb mitmachen willst, solltest du zu ihr reiten und mit ihr sprechen. Frag einfach nach Lily Bones. Sie müsste irgendwo auf der Sonneninsel zu finden sein. Okay, gut, da reiten wir jetzt auch hin. Die Quest wird jetzt wahrscheinlich sehr, sehr kurz sein. Aber ich sag mal so, die nächsten Stars, liebe Videos, werden jetzt, denke ich, auch erstmal um einiges kürzer sein, da jetzt die Quests, die ich habe, nicht mehr so lange sind. Finde ich aber gar nicht so schlimm, gerade weil bei mir jetzt auch die Uni wieder losgeht ab morgen. Genau, heute ist Dienstag. Wenn das rauskommt, ist Dienstag und morgen geht es bei mir dann wieder los. Das heißt, ich habe dann eh nicht mehr so viel Zeit. Deswegen kommt mir das eigentlich ganz entgegen, dass die nächsten Videos jetzt wahrscheinlich erst einmal ein bisschen kürzer sind. Und das ist ja nicht schlimm, denke ich. Und genau, dann reiten wir jetzt hier kurz zum Rennen. Ich bin gespannt, wie lange die Quest geht. Manchmal überrascht das mich ja dann doch. Und dann geht es doch ein bisschen länger, eine Questreihe. Aber ich denke, so im Großen und Ganzen wird es jetzt ein bisschen kürzer gehen. Was geht ab? Hey, hey, yo, hey, ho. Ich bekomme einfach nicht genug von Rapor. Er ist cool, findest du nicht auch? Bist du auch ein Raptor-Fan? Echt jetzt? Du hast den schon getroffen? Du machst Witze. Oh, ich bin ja so neidisch. Hey Mädchen, du gefällst mir. Wie heißt du? Lara. Ah, ich habe von dir gehört. Ricky und Natalia haben dem Club alles von dir erzählt. Möchtest du unsere neue Rennstrecke ausprobieren? Sie ist etwas ganz Besonderes, da sie nur speziell für Islandpferde ist. Alle im Club lieben Islandpferde. Daher wollen wir einen speziellen Wettbewerb nur für sie machen. Also bist du bereit, sie auszuprobieren? Okay, ein Tipp, bevor du losreitest. Pass gut auf. Einen bestimmten Abschnitt dieses Rennens darfst du nur im Tempo eines Islandpferdes reiten, dem Zelt. Sobald du schneller reitest als beim Zelt erlaubt, musst du ein paar Sekunden lang im Schritt reiten. Gib dein Bestes. Oh nee, ha, ich habe jetzt gar nicht nochmal Zelt reiten geübt, daran bin ich doch nicht so gut. Na gut, probieren wir unser Bestes. Ja? Gott, shit, wie ging denn das nochmal? Ich krieg das Zelt nicht hin. Es tut mir leid. Ich bin verwirrt. Achtung, ja, ich komme hier nicht lang. Wieso packst du ihr fest? Pferd. Okay, ich glaube, die Folge geht doch ein bisschen länger. Oh, verdammt, ich hab's nicht gesehen. Warte, das kriege ich jetzt. Musste ich Steuerung drücken? Ich glaube schon, oder? Wieso kann ich den nicht töten? Es geht nicht. Hä? Vollgas voraus. Ja, Vollgas voraus gefällt mir, aber ich kann gerade erstmal nur im Schritt reiten. Das heißt, ich kann auch wahrscheinlich nicht übers Hindernis drüber. Doch, kann ich. Sehr schön. Sorry. Ja. Tut mir leid, mein Pferd tötet gerade nicht. Ich bin zu blöd fürs Töten. Oh mein Gott, ey. Nein, jetzt bin ich ja dran vorbeigeritten. Oh, ich hasse dieses Rennen. Jetzt schon. Ich mag es jetzt schon nicht. Wer denkt sich denn sowas mit Töten aus? Ich meine, an sich ist das richtig cool, aber... Keine Ahnung, zum Beispiel das Traben ist... Ich hasse es. Gut, ich habe jetzt ein bisschen probiert. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Ich hoffe, dass es jetzt besser funktioniert. Also wir töten jetzt auf jeden Fall. Ah, hier muss man noch so blöde Ecken reiten. Ich verstehe. Okay.
Ups. Ups. Nein. Hä? Was tust du, Pferd? Da tue ich da nichts. Also jetzt kann ich im Vollgas vorausreiten. Oh Gott. Achso, man hat ja auch noch eine bestimmte Zeit oder wie? Verstehe ich gerade nicht. Okay, im Großen und Ganzen. Ich meine, was ich überhaupt nicht verstehe, ist, ich versuche ja zu töten, aber es funktioniert nicht. So, jetzt geht's wieder mal. Ich glaube, Tölten ist wirklich so ein Thema. Pferd, du sollst aufhören zu tölten. Da muss man zwischendurch wirklich mal anhalten, um es einzustellen. Aber dann geht's. Aber ich kann jetzt nicht aus der Gangrad irgendwie auf einmal wechseln. Vielleicht muss man wirklich anhalten dafür. Das kann natürlich sein. Ups, oh nee. Warum ist denn das hier so doof gesteckt? So, na gut, das Rennen werde ich wahrscheinlich nicht ganz so häufig reiten. Aber ich habe auch keinen Isländer jetzt, der nicht ausgelevelt ist. Ich wollte halt einfach nur die Quest abschließen. Sorry, dass ich mich so dumm angestellt habe, aber es ist echt ein bisschen komplizierter. Wubi, das war grandios. Du und Cookie Team sind ein fantastisches Team. Okay, dann schauen wir uns noch kurz den Pullover an. Das ist der hier. Das ist ja ein schicker und er ist championatstauglich auch. Also schlecht sieht er nicht aus. Na komm, die Folge, ich weiß nicht. Die Folge ist jetzt wirklich noch nicht so lange. Ach, wisst ihr was, ist ja egal. Ich beende das Ding jetzt an dieser Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, dann sehen wir uns dann, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal zur neuen Folge wieder. Keine Ahnung, was ich dann mache. Ich werde jetzt mich so nach und nach durch meine letzten Quests durchhangeln. Wie gesagt, die Folgen werden ein bisschen kürzer, aber naja, das ist halt so. Und ja, habt jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal und bis dahin. Bye, bye.